Wir geben uns jetzt gemeinsam auf die Wiener Donauinsel. Noch nicht ganz richtig, aber 1993 fand dort das legendäre Falco-Konzert statt, inklusive Blitzeinschlag. Und heuer will die Originalband wieder ein Revival versuchen. Mit Gastsängern, aber natürlich auch mit Falco selbst. Ein nicht ganz einfaches Unterfangen und es wird seit gestern eifrigst geprobt. Die Challenge? Na ja, das im Sinne des Erschaffers wiederzugeben irgendwie. So eine Band hinter sich zu haben, die legendären Goldfisch, dann kann man nur sagen, pff, ja, kann da nichts passieren. Wir waren mit diesem Programm ja oft auch auf Tour und so, und ich habe das einfach so inhaliert, dass sich das in irgendwelchen hinteren Hirnwindungen so eingeprägt hat, und du spürst die ersten zwei Takte und auf einmal geht alles von selber und du kannst dir zuschauen, der Band zuschauen, allen zuschauen und hoffen, dass es, ja, das ist fein. Das ORF-Zentrum. Seit gestern wird im großen Fernsehstudio, dort wo auch die Show Dancing Stars stattfand, musiziert. Die Goldfisch, die Original-Falco-Band, probt mit Gastsängern für den Auftritt beim kommenden Donauinselfest. Ich probe sehr gerne und in dem Fall besonders, weil man einen großen österreichischen Musiker Tribut zollt. Nämlich den Tribut, den er zu seinen Lebzeiten nicht bekommen hat. Wenn ich die Lieder wieder mal spiele, dann ist es so, als wenn es vor 3 Monaten die letzte Tour mit Falco vorbei gewesen wäre. Und dann denke ich mir, naja, aber es sind schon einige Jahre vergangen. Das ist der beste Proberaum der Welt, nicht nur in Wien oder Österreich. Das ist mörderisch natürlich, also wir haben wirklich schön viel Platz hier. Und wir haben die Möglichkeit, hier die Bühne genauso aufzubauen, in derselben Größe und Dimension wie auf der Donauinsel. Mit Leinwand und allem drum und dran, also es ist fantastisch, unglaublich. Geprobt wird 4 Tage, nicht nur weil Gastsänger und Band einander musikalisch finden müssen. Falco selbst wird mitwirken. Via Leinwand werden Ausschnitte vom legendären Donauinselkonzert von 1993 eingebaut. Erinnerungen kommen hoch. Privat, dass ich es nachher eine Woche später im Fernsehen gesehen habe und gerade 2 Wochen frisch verheiratet war. Und da sieht man bei einem Solo meinen Ring und meine Frau hat gesagt, das Schönste an dem Konzert ist dieser Ring. Kurz davor haben wir geheiratet. 2 Wochen vorher. Genau. Es war großartig, das Konzert. Es war unfassbar. Ich war aber das irgendwie... Schönste war doch der Ehering. Ja, der Ehering war das Schönste. Ich da spiele. Ja. Ja. Genau. Das habe ich mir gemerkt. Das habe ich mir gemerkt. Also nur Titanic ausschauen, ne? Wie schief steht denn das heutige Schiff? Mehr braucht man dazu nicht sagen, er war dann seiner Zeit voraus. Ja? Und er hat natürlich riesen Erfolg gehabt mit seinen Liedern. Und das hat man in diesem kleinen Land nicht so gern, wenn einer Erfolg hat. Wir haben das richtige Weltbild. Es war damals ein Mehrkanal-Mitschnitt, das heißt, ich habe seine isolierte Stimme von seinem Mikrofon. Wir haben damals sehr viele Sachen zu Klick gespielt, das machen wir jetzt wieder zu dem gleichen Metronom quasi, weil wir müssen immer in Sync zum Video sein. Das greift sie richtig an, das hat so ein bisschen, man kriegt so ein bisschen ein Duett-Feeling da drinnen. Und wenn man dem auch Raum gibt, also dann auch die Aufmerksamkeit dorthin lenkt und kann das durchaus eine angenehme Symbiose ergeben. Ja, er kann sich halt nicht mehr wehren, das muss man halt immer wieder vorhalten. Ein Mouth-Tube heißt es. Da unten ist ein Lautsprecher in dieser Box. Und wenn dieser Lautsprecher eingeschaltet wird, der Ton kommt von diesem Lautsprecher in diesen Schlauch und ich kann machen. In der Regel richten sich die Menschen, die das noch einmal interpretieren, nach uns. Das ist deswegen auch notwendig, weil dieses Konzert auch mit dem Herrn Hölzl simultan aufgeführt wird. Und es ist sehr schwer, seine Stimme zu transponieren.
sein Werk ist einfach unglaublich gut. Es ist tolle Musik, sehr gute Texte und ja, der ist einfach Meister in seiner Sache gewesen. Und das kommt nicht von irgendwoher, dass er großer Stars bleibt, wie immer. Das Falco Tribute mit noch mehr Überraschungsgästen findet Samstag auf der Donauinsel statt.